Ja, jetzt ist unser Scheibengenerator auch endlich fertig. Das war eine Woche gewesen, ich kann euch sagen. Na gut, okay, die ersten Teile sind halt immer die schwersten, ne? Die nächsten werden dann einfacher laufen. Der läuft auch nicht hundertprozentig rund, aber das ist für unsere Tests hier erstmal nebensächlich. Ausschlaggebend sind diese Unnormalitäten, wenn man es mal so ausdrücken, die dann so mit der Zeit auftauchen, ne? Also, das sind praktisch ganz normale Spulen hier drin, ne? Ohne Eisenkern, sind Luftspulen vergossen. Oben und unten gehen dann die Magneten drüber. Also die Magneten hier ziehen sich immer an, ne? Also hier guckt Nord nach unten und hier guckt Süd nach oben. Und hier ist es dann genau andersrum, ne? Hier guckt dann Nord nach unten und Süd nach oben. Habe ich das jetzt gerade schon mal gesagt? Naja, ihr könnt euch jedenfalls denken, die Bauanleitung gibt es auf windgen.com. Das soll bei ziemlich geringen Drehzahlen schon einen Haufen Watt raushauen. Ja, allerdings haben wir hier auch noch unseren lieben Herrn Lenz als Gegeneffekt. Ne? Je mehr Last wir dann ranhängen, desto mehr Kraft brauchen wir hier, um diese Scheibe zu drehen. Na gut, wir wollten halt mal wissen, wie das mit unserem Pulsmotor ausschaut, mit unserem Bedini-ähnlich angesteuerten Pulsmotor. Diametralmagnet in der Mitte. Hier seht ihr, wie er sich dreht. Da, dieses runde Ding. Ja, und momentan ist die Anordnung so. Wir haben als Quellbatterie so eine kleine 2 Ampere Stunden 12 Volt Moped-Batterie und wollen damit 2 große Autobatterien laden. Ja, die sind momentan bei so einem Ladestand, 25,35 Volt, in Reihe geschalten. Ja, wir erwarten ja hier Spannungsspitzen, die viel höher als 12 Volt sind. Und um unsere Batterien nicht kaputt zu machen, tut man die halt in Reihe schalten. Ne? Ja, das ist das Ampermeter für den Eingangsstrom zum System. Und ja, also wie gesagt, diese Batterien hängen jetzt am Bedini-Ausgang dran. Ne, an diesen 3 Spulen hier, 1, 2, 3, hängen diese jetzt dran. Und an diesem Generator hier oben, an dem Scheibengenerator, wo hier die 3 Phasen rauskommen, die werden gleichgerichtet mit einer ganz komischen Gleichrichterschaltung. Ja, wer ein bisschen in Elektronik aufgepasst hat, der müsste spätestens hier einen Knoten in den Kopf machen. Aber funktioniert. Ich war auch verblüfft. Allerdings halt mit Lenz-Effekt. Aber naja, macht ja erstmal nichts, das haben wir ja erwartet. Ja, das ist dann die Last, die ich an den Scheibengenerator anschließen werde dann mit der Zeit. So, na gut, erstmal wieder genug geredet. Wollen wir es mal hochlaufen lassen, das Teil. Ne? So. Anschließen. Und antreten. Jawohl, komm. Am Anfang tut er sich noch etwas schwer beim Hochlaufen. Ja, ihr seht, wie er da schwankt in der Stromaufnahme. Aber jetzt fährt er langsam hoch. Ja, unsere Welle hat leider einen kleinen Schlag weg, deshalb eiert das hier oben so. Fackelt auch etwas, aber für Versuchszwecke reicht das mal. So, er fährt ordentlich hoch. Stromaufnahme bleibt auch so ungefähr. Die Potentiometer habe ich hier schon als optimale eingestellt. Ja, also normalerweise fährt man so einen Motor hoch, indem man die Potis vollkommen auf Widerstand 0 runterdreht und sich dann langsam rantestet. Habe ich aber vorhin schon gemacht. Also wir haben jetzt die optimale Einstellung, so bei 100 oder 200 Ohm sind die jetzt mittlerweile. Ja, was sagt hier hinten unsere Batterie? Jawohl, 25,35 hatten wir vorhin, 25,38 haben sie jetzt. Die lädt also schon ziemlich gut. Mal gucken, wenn er hier richtig auf Touren kommt. Weil dann, wenn er hier richtig auf Touren ist, wollen wir unsere Last mal mit zusätzlich anschließen. Ja, dann können wir eigentlich auch mal schauen, wie viel Volt momentan bei der Drehzahl hier rauskommt. Ne? Mal kurz abklemmen. Spannungsmessgerät. So. Minus. Da sind wir hier bei. Ja, steigt immer mehr.
Ja, je schneller das hier oben wird, desto höher werden natürlich die Volt. Aber hier interessiert ja uns die Leistung. Ne? Also Volt und Ampere. Gut, lassen wir mal ein bisschen hochfahren. So 15, 16, 17 Volt ungefähr. Und dann wollen wir unsere Last mal reinhauen. Mal schauen, wie er sich dann verhält. Mal sehen, wie sehr der Lenzsche Effekt unseren Generator dann runterbremst. Und was er im Endeffekt dann noch für den Strom rausschmeißt. So, die Stromaufnahme ist immer noch dasselbe. Schwankt immer noch ziemlich hin und her. Gut. Wieder anschließen. Dann sind wir schon bei 25,39. Okay, na denn. Wollen wir mal unsere Last mit anschließen. Ne? Hier ist es. So. Bereit. Und wir schließen an. Und jetzt geht er ganz schön in die Knie. Jetzt geht er ganz schön in die Knie. Das hier scheint irgendwie kaputt zu sein, so wie es ausschaut. Dann habe ich doch ein kaputtes erwischt. Ah, muss ich das mal auswechseln gegen eins, was noch funktioniert. Ah, jetzt haben wir eins, was funktioniert. Und wie wir sehen, auf 50 mA eingestellt. Ziemlich wenig, ne? Was da rauskommt. Die klimmen alle leicht. Also brauchen wir doch schon eine ganz schöne Kraft, um das Teil hier anzutreiben. Unser Pulsmotor zieht jetzt ungefähr um die 12 Watt. Aber gut, immerhin lädt er wunderbar die Batterien voll. Diese großen. Das ist schon auf 25, 42 Volt weiter steigen. Naja. Noch nicht so der Renner, aber man kann viel draus lernen. Und dieser Generator hier oben wäre das Schöne für ein Windkraftrad. Naja, ihr seht, alles noch etwas verbesserungswürdig. Aber zumindest funktioniert es schon ein bisschen.